So Leute, es geht weiter mit Amnesia, The Dark Descent. Ja, ich bin... Mach ich noch das Ding hier wieder weg. Falls jemand fragt, warum ich das immer sage, das ist diese Fraps-Anzeige mit dem FPS, die drücke ich immer weg, dass sie mir nicht hier im Bild rumleuchtet. Aufgenommen wird sie ja sowieso nicht, aber mich stört es einfach. So, nur kurz zur Erklärung. Ich habe vorhin Steven, wollte ich updaten. Da stand, dass ich mir die neueste Steam-Version runterladen soll und die einfach öffnen soll, habe ich gemacht. Hab auf Reparieren dann geklickt, da stand nur Steam entfernen oder Steam reparieren. Ich dachte mir, reparieren klingt ganz logisch. Ja, habe ich auch gemacht dann. Und dann hatte ich zwar die neue Version von Steam, aber sie war auf Englisch. Tja, und da war mein ganzes Steam auf Englisch und das hat mir nicht gepasst. Und ja, Sprache konnte ich nicht aussuchen, darum habe ich es einfach nochmal gelöscht und dann nochmal neu installiert. Dann hatte ich es in Deutsch, aber was ich dann erst erfahren habe, immer wenn man Steam löscht, sind auch die Spiele gelöscht. Und das war verdammt ärgerlich, dass all meine Steam-Spiele gelöscht sind. So, dann habe ich auch schon ein Ankündigungsvideo gemacht, dass ich Amnesia hier im Schnelldurchlauf nochmal neu mache. Und so. Und ja. War dann noch kurz davor, Amnesia im Schnelldurchlauf zu machen. Und durfte dann feststellen, mein Profil ist irgendwie... Was sei mir schon, ist irgendwie doch noch da geblieben. Obwohl das Spiel komplett gelöscht war und kein Spiel mehr von irgendeinem Ordner davon war. Und ja, darum bin ich ganz froh, dass es doch noch drauf ist und ich weiterspielen kann. Und ich diesen Keller da hinten, durch die Tür da hinten, nicht nochmal machen muss. Ich bin da verdammt glücklich drüber. So, und ja, wir waren zuletzt hier im Gästezimmer. Haben dann hier einen Torso gefunden, der wahrscheinlich von diesem Leichnam da drüben kommt, der da mal lag. Den habe ich dann mal wieder reingeschmissen. Und haben dann eine Vision empfangen. Und ja. Gucke ich noch kurz zu meinem Inventar. Maschinenraumschlüssel. Ich könnte schon in diesen Maschinenraum da drüben gehen. Aber ich will erst hier mal ins Studierzimmer. Der merkwürdigste Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. So, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich hoffe mal, es fängt nicht so schlimm an. Und wieder dieses... Puh. Warum hat er jetzt schon wieder so ein bisschen Herzschlagen? So. Die Dinger haben letztes Mal irgendwelche Geräusche freigelassen, als ich sie kaputt gemacht habe. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Die Geräusche hatte ich schon mal. Irgendwo, als wir in einem anderen Keller waren. Ist das ein Kinderlachen oder ist das Hundebellen? Ich hoffe mal, da stellt sich noch... Na, was heißt, ich hoffe mal. Ich wäre froh, wenn ich es nicht rausfinde, aber... Tja. Na, lieber zu. So, und kurz Spaß erlaube ich mir noch. So. Mal gucken, ob da wieder Geister drin sind. Nein, vielleicht in der hier. Na.
Ups, das wollte ich gar nicht. Knall ich unter die Decke drunter. So, gehen die kaputt. Was ist das denn für ein Ding? Ist das Karotten drauf? Keine Ahnung. Ich kann mir bestimmt denken, dass hier irgendwie so ein Geheimversteck ist. Was in dem Spiel keiner finden soll. Darum suche ich mal alles ganz genau hier ab. Ich sehe von eben. Naja, was soll's. Oh, kann man dahinter? Ne, schade. Ich spiele übrigens wieder zu einer sehr günstigen Zeit, zum 1.16 Uhr. Die geht auch wieder nicht nach außen auf. Das sieht doch aus, als ob die nach außen aufgeht. Wir können die Tür verriegeln. Dass hier kein Gegenstand zu verriegeln rumliegt, macht mir ein bisschen Angst. Warum verpixelt das gerade so ein bisschen? Ich schaue nochmal gerade mal die Grafikoptionen an. Okay, sind alle so wie beim letzten Mal auch noch. Und hier ist wieder unsere Bibel. Mit einem Bild von Jesus hier. Was ist das denn da draußen? Das meinte ich mit diesen Reden. Ob das Daniel sich gerade jetzt denkt? Aber das schon gerade du musst hier raus, als ob irgendein zukünftiger Daniel mit ihm spricht. Oh. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinen treuesten... Was ist denn das für eine Musik? Ist das irgendwas Wichtiges hier im Zettel? Ich kann mir vorstellen, der ist wichtig, wenn die Musik hier kommt. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine Kugel, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist unerklärlich, wie der Helidromus es im Hortus Conclusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde, ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens. Aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdische Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen, und nahm dann die Kugel von ihrem Platz.
Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich konnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Ich konnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Das ist ein Rechtschreibfehler. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbitterlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte, sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht und ich setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und ich glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blauschimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung, die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche, der Boden mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkamen. Und auch Schreie wahrscheinlich. Verstehe ich nicht, na egal. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedeckten Feld hinter Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den mystischen Kugeln und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Von denen haben wir diesen Sprengstoff da, damals im Keller. Also die Sprengstoff, diesen Sprengstoffzettel, wie man den bastelt. Noch eine Bibel. Kann man da eigentlich was durchwerfen? Das wäre mal interessant. Die Bibel wirft man nicht aus dem Fenster. Ich hätte kein anderes Buch. Na komm. Nehmen wir das mal so raus. Jetzt teste ich den nochmal, ob das nochmal klappt. Wie habe ich das denn eben geschafft? Den Spaß. Eine Eule hört man draußen. Mein Lieblingstier. Darum habe ich auch meinen Nutzernamen von YouTube so genannt. Na egal. Diese widerlichen Quietschgeräusche. Sollen wir aufhören? Puh. Ich will die Eule sehen. Huhu. Man kann dieses Spiel ganz schön verarschen bei solchen Sachen, die kaputt sind. Einfach nur massenhaft draufklicken. Ich hätte gern die Eule gesehen. Oh, was ist das denn? Das ist doch ein Hund gewesen. Der wird sowas von lebendig. Der sieht auch schon so aus.
Kammer des menschlichen Schädels. Meilensteine der menschlichen Anatomie. Grundkenntnisse über die Bewegung. Was ist das denn? Ein Hundekopf. Hat sich Geräusche gemacht. Tierexperimente. Tierexperiment. Canis lupus familiaris, 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütserregung des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint, die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehrere Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigert. Krank. Nochmal ganz kurz. Ganz kurz hier, Canis lupus familiaris, das klingt aber, Canis war entweder Katze oder Hund, ich bin mir nicht sicher, das ist lateinisch. Wahrscheinlich Hund, wenn hier ein Hundekopf liegt. Ich hätte gern gewusst, wer das geschrieben hat. Boah, krass, wenn ich so ein Vieh gejagt werde, ne? Der Kiefer des Hundes, ja. Genau das macht mir Angst. Bam. Die arme Taube. Ich glaube, wir gehen ja an das Hundegebellen dran. Also Alexander ist ein mieses Schwein. Das war schon vorher klar, das zeigt sich dann mal ganz deutlich. Auch ich erinnere mich auch noch an die Stelle, wo er den Leuten diesen Wein gegeben hat. Kann man diesen Hund umschmeißen? Ich habe ein bisschen Angst, dass der... Ja, wirklich. Ich will, dass der... Macht mich ein bisschen nervös, dieser Hund. Komm, fall um. Gut. Jetzt weiß ich auch, was dieses Ding ist. Das ist wahrscheinlich so ein Echo von so einem Hund, der gerade abgeschlachtet wird von Alexander.
Glaube ich. Könnt ihr mal sagen, falls ihr es wisst. Falls es kein Spoiler ist. Borussia Meridionalis. Kann man das hier irgendwie wegziehen? Hat der sich gerade bewegt? Oder war das Ding? Ja, wahrscheinlich das Ding. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Alexander ist. Da steht auch ein A drauf. So ähnlich habe ich mir den auch etwa vorgestellt. Wenn mir jetzt der Name einfällt, könnt ihr auch sagen, wie ich mir den vorgestellt habe. Wie von so einem anderen. Na, ich guck mal irgendwann offline nach. So, na gut, spielen wir mal weiter. Mein Gott, ey. Das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Hat der auch Menschen hier umgebracht oder was? Ich will mal die Köpfe da rausnehmen, vielleicht ist da was hinter. Nee. Okay. Grenzen der Anatomie. 9. Januar 1658. Weitere Enttäuschung. Die neuesten Erkenntnisse des Antiquars haben nichts gebracht. Ich bin noch immer nicht imstande, das innere Wesen des Lebens und seinen Zusammenhang mit der Energie zu fassen. Ich sollte mehr Bücher darüber lesen, aber ich vermute, dass es sinnlos ist. Da bisher keine Forschungen dahingehend angestellt wurden, muss ich wohl selber diese Lücke schließen. Natürlich verfügen Menschen über weitaus mehr von der Energie, die ich suche, aber ich hoffe, Tiere genügen auch. Die sind einfacher zu beschaffen. So eine miese Sau. Da freut man sich schon fast drauf, ihn zu töten. Ich will mal gucken, ob ich die Eule sehe. Kann ich hier drauf? Da kann ich da bestimmt drüber, oder? Ah! Und nur dieses rote Zeug.
Ich will die Eule sehen, das wäre so cool. Das wäre als unheimlich, wenn man da jemanden sehen könnte, wollte ich gerade sagen. Warum hängen hier Schweine an der Decke? Aufzugsumbau. Oh nein, nicht wieder so eine Dose. So, da hatten wir schon mal. Kann man so lesen? Nee, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Was soll das sein? Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nicht zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Verstehe ich nicht. Das ist der Flieger, ich dachte gerade schon. Warum sind hier Fliegen? Anleitung: Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn an die Maschinerie einsetzt. In die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen: Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. 4 Phasenamplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Ja, davon haben wir 2. Und da ist der dritte. Ich schaue mich vorher nochmal hier rein um. Die armen Hunde. Haben mir früher so eine Angst gemacht. Jetzt muss ich fast schon. Jetzt habe ich fast schon Mitleid. So, hier ist keine Tür. Hätten wir die Tür knallt, da ich muss wie vom Hund gebissen. Hier wieder rausrennen. Ich mache schon mal den Weg frei. Vorher blockiere ich noch die Tür hier. Ich habe noch mehr Stühle. So, gucke ich nochmal auf die Aufnahme. Läuft? Ja, sie läuft. Ihr sollt auch unbedingt dabei sein, wenn ich Steffi wieder einmache. Falls da wer hinter ist. So, das Buch legen wir auch noch mit dazu. Und raus hier! Oh. Entspannend. Ja, wir haben die Stäbe. Ich
denke, jetzt müssen wir in diesen Maschinenraum. Alter. War da gerade irgendwas, was da lang geflogen ist? Oh. Solange es nur da unten ist, sag ich mal. Hat der gerade irgendeinen Baum umgeschmissen? Auf jeden Fall hier durchgucken. So, das war alles. Dann gehen wir wieder raus. Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte. 9 verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in der Hand dargestellt. Interessant. Ach nö. Da hinten im Becken ist auch was drin. Die platzen, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich will irgendwas zum Werfen, gerade mal finden. Ah, Stuhl. Ich will mal gucken, ob man die Dinger auch zum Platzen bringen kann, wenn man da was gegenwirft. Den kriege ich mal wieder den Stuhl. Schade. Ich würde gerne mal den da im Brunnen platzen lassen. So. Naja, hier mache ich erstmal einen Schnitt. Und nächstes Mal tue ich mir den Maschinenraum an. Ich lese dann nochmal kurz. Bin mir nicht ganz sicher, was ich da machen sollte. Den Aufzug irgendwie wieder in Gang bringen. Stand, glaube ich, in diesem Zettel, den wir gerade gefunden haben. Ein bisschen. Und ja. Die Stäbe habe ich. Mit den Schlüsseln mache ich die Tür dann auf. Zu den Bohrer brauche, weiß ich nicht. Die Stäbe muss ich da irgendwo einsetzen wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bei Amnesia, so sagt die sind. Bis dann.